heute, da wollen wir uns ein bisschen auf dem Bau bewegen, nicht nur davor, sondern wir werden den Bau betreten. Das tun wir natürlich nicht alleine, sondern das tun wir mit dem Bauleiter, mit Jan Wengner, den ich herzlich begrüße. Wir haben in der letzten Woche schon mit vielen Verantwortlichen für die ganze Wesermarsch so wichtige Projekt gesprochen. Heute, da wollen wir mit einem Praktiker sprechen, nämlich mit dem Bauleiter. Vielleicht können Sie mal ein bisschen was zu den Rahmendaten erzählen über diesen Bau hier in Einswaden. Ja, also man sieht ja das Technologiezentrum im Hintergrund, wie es gerade im letzten Drittel, würde ich mal sagen, dort steht. Wir haben zwei Hallen, eine klimatisierte Halle und eine Montagehalle, die ganz konventionell beheizt wird. Die beiden Hallen haben beide 1500 Quadratmeter, wo dann entsprechend die einzelnen Fertigungsprozesse ausprobiert oder erforscht werden sollen. Und davor gelagert sind im Grunde genommen die Bürotrakte, wo dann die entsprechenden Ingenieure oder auch andere Leute arbeiten. Und dort eingelagert ist in dem Mitteltrakt noch der Foyerbereich, wo dann noch Seminarräume und größere Veranstaltungsräume drin integriert sind. Und dann haben wir noch einen weiteren Flügel, der von hier aus nicht sichtbar ist. Das ist der Bereich 10. Dort werden, so sieht es zumindest im Augenblick aus, Laboreinrichtungen und auch Schulungsbereiche drin integriert, sodass also dieser Komplex, sozusagen die komplette Forschungsprojekt, die komplette Forschung von diesem CFK, den Baustoff, abdecken soll. Zwischen den beiden Hallen sind angesiedelt die Technikräume, sodass also von dort zentral die beiden Hallen entsprechend mit den einzelnen Medien versorgt werden können, also Druckluft, Wasser, Vakuum, alles was benötigt wird und natürlich auch die großen Klimazentralen, weil die eine Halle, wie ich eben sagte, ja klimatisiert ist. Ja. Hier vorne im Außenbereich werden dann großflächig Parkplatzanlagen und Grünflächen entstehen und natürlich die Zuwegung hier in den zentralen Eingangsbereich, der sich hier hinten darstellt. Die Parkplätze gehen dann einmal ums Gebäude hier rechts drumherum und im hinteren Bereich sind dann im Grunde genommen die Flächen angeordnet, wo dann das Heizkraftwerk stehen soll oder steht. Das wird gerade ebenfalls gebaut, sowohl die Müllplätze und wo dann auch der ganze Anlieferungsverkehr per LKW dann entsprechend stattfinden soll. Ja, der Baubeginn war im Juni. Ja. Und Bauende soll Juli 2011 sein. Wie liegen Sie denn da im Zeitplan? Ja, wir streben an, Ende Juli 2011 das fertigzustellen. Allerdings haben wir so ein paar kleine Einschränkungen. Also die Außenanlagen kann man natürlich bauen, aber Bepflanzung im Juli ist natürlich nicht möglich. Die Pflanzen werden üblicherweise ja zum Ende des Jahres im Herbst gepflanzt. Und wir haben sicherlich noch den einen oder anderen Part dann noch zu ergänzen. Aber wir streben an, und das sieht im Augenblick auch ganz gut aus, dass wir zum Ende Juli das Gebäude dann zumindest für den ersten Step für die Mieter übergeben können. Noch könnte man hier natürlich auch noch nicht mit den Pflanzen beginnen, weil auch die ganzen Baumaschinen hier noch sind. Ja. Und Sie haben uns gesagt, wir wollen noch mal einen Blick werfen auf den Plan, weil anhand des Planes, da können Sie noch ein bisschen besser beschreiben, was es hier mit dem ganzen Bau auf sich hat. Und der befindet sich natürlich in Ihrem Bauwagen. Ja, in meinem Baubüro. In dem Baubüro. Bauwagen mehr. Wir haben also eine Containeranlage, wo wir hier dann auch vor Ort sitzen und entsprechend die Besprechungen mit den einzelnen Baufirmen abstimmen können. Also, und ich würde sagen, da gehen wir jetzt mal hin. Ja, können wir gerne tun. So, dann noch einmal. Ja, das ist dann doch ein bisschen was anderes als die früheren Bauwagen. Ja. Das ist schon, das ist ein richtig großes, ausgestattetes Büro. Und der Plan liegt wie für uns gemacht schon hier, oder ist das gar nicht der Plan von dem Gelände? Doch, das ist schon der richtige Plan, und wie Sie an dem Büro auch sehen, man braucht auf der Baustelle bei Bauvorhaben dieser Größenordnung schon ein anständiges Büro, weil ich ja nicht alleine als Bauleiter hier bin, sondern es gibt ja auch noch Fachbauleiter, die die ganze Elektrotechnik oder die ganze technische Gebäudeausrüstung beplanen und hier koordinieren, und deshalb brauchen wir hier auch mehrere Arbeitsplätze, um mit 3-4 Leuten hier arbeiten zu können. Wie viele Arbeitsplätze dieser Art gibt es denn hier auf dem Gelände und wie viele Menschen arbeiten hier tatsächlich, so roundabout?
Also das hängt natürlich gerade ganz darauf an, was gerade gebaut wird. Ne? Aber ich denke mal, dass wir, wenn wir jetzt in der Hochzeit hier im Innenausbau tätig sind, werden wir so 90, 100 Leute hier auf der Baustelle haben, die dann auch über ein paar Wochen hinweg dann hier kontinuierlich durcharbeiten. So im Schnitt würde ich mal sagen, sind wir so 50 gewesen, so bis jetzt. Am Anfang ist ja nur der Rohbau, dann ist es ein bisschen weniger. Aber wenn es dann mit dem Innenausbau, mit den TGA-Gewerken losgeht, dann werden das immer mehr. Wie lange sind Sie oder Ihre Firma jetzt konkret bei diesem Bauvorhaben dabei gewesen? Die Arbeit geht ja früher los, die geht ja nicht mit dem ersten Spatenstich los. Wie lange sind Sie da in den ganzen Planungen involviert gewesen? Also so ganz genau kann ich Ihnen das nicht sagen, aber ich gehe davon aus, dass mit Sicherheit von den ersten Gesprächen mit Herrn Franzen oder den Mietern bestimmt ein Dreivierteljahr Vorlauf. Das heißt, irgendwo im September letzten Jahres wird das wahrscheinlich losgegangen sein. Wenn wir uns jetzt den Plan angucken, ja. Was genau sehen wir da? Ja, wir haben ja eben gerade draußen gestanden, da waren wir ungefähr an dieser Stelle. Und man sieht hier im Grunde genommen, das ist ja die Hauptzufahrtsstraße, die hier auch zur Premium Aerotech hochgeht. Und dann die Nebenzufahrt steht hier auch groß dran. Und die hinteren Gebäude, das sind die Werkhallen, die hier auf dem Premium Aerotech-Gelände liegen. Hier wird dann die Zufahrtsmöglichkeit geschaffen mit den entsprechenden Parkplätzen, die hier umlaufend da sind. Hier sieht man auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das zu erkennen ist, dass schon Reserveplatzhalter für zusätzliche Parkplätze gehalten worden sind. Hier sieht man natürlich den Eingangsbereich, der auch ein bisschen repräsentativ gestaltet werden soll, hier mit Beleuchtungsstelen. Hier kommen überall Poller hin. Hier kommt dann noch so ein Eingangsbereich, wird dann hier eine Schleuse noch davor gebaut. Diese runde Eingangsfassade, die sich ja über das komplette Gebäude nach oben ausbildet, das ist auch so der komplizierteste Bau, zumindest was die Außenhülle anbelangt. Einen weiteren komplizierten Bau, der ist dann hier im inneren Bereich, das ist der große Seminarraum. Diese Technologiezentren, die sind ja dann auch ein bisschen hochwertiger ausgestattet als so ein normales Bürogebäude, würde ich mal so sagen, weil es ja auch einen kleinen Repräsentationscharakter hat und wir machen das aber ohne sonderlich viel Geld dafür auszugeben, sondern wir machen das mit den Materialien, die vorgegeben sind und die Architekten haben da, glaube ich, ganz tolle Lösungen mit den abgehängten Decken und sowas gefunden. Hat man sich da orientiert an anderen Technologiezentren, die es in Deutschland schon gibt? Oder beziehungsweise nochmal anders gefragt, gibt es etwas, was hier sozusagen als Unikat existiert in Zukunft? Also das Gebäude als solches mit diesem rumgezogenen Sozialbereich, sowas haben wir, glaube ich, noch nicht gebaut. Also wüsste ich auch nicht, dass mit dieser runden Eingangsfassade das schon mal gebaut worden wäre. Allerdings gibt es derartige Technologiezentren zum Beispiel in Stade und in Varel, derzeit auch eins gebaut, auch mehr oder weniger von den gleichen Architekten und von der Bauleitung her. Insofern ist das von der Innenausstattung daran angelehnt, möchte ich mal sagen. Es ist nicht eins zu eins übernommen worden. Viele Materialien natürlich, die Fenster sind überall aus Alu. Aber selbst der Klinkerstein, der draußen vorgesetzt ist, der Verblender, ist ein anderer als bei den anderen Technologiezentren, weil natürlich der Bauer hier auch so seine Note dahinter lassen möchte. Und das ist auch ganz gut so, dass man nicht überall das Gleiche baut. Sonst wird es zu Uni. Genau, wir haben jetzt gesehen, außen die Außenhülle, die steht. Ja. Und es werden nur noch kleine Arbeiten wahrscheinlich außen getätigt werden müssen. Jetzt steht vor allen Dingen der Innenausbau auf dem Programm. Ja. Was ist im Moment gerade ganz aktuell, wo wir uns heute hier auf der Baustelle befinden, die wichtigste Arbeit, die heute stattfindet? Also die wichtigste Arbeit, die heute stattfindet, ist das Einbringen der gesamten Schaltschränke, also alles, was mit Niederspannungshauptverteilung zu tun hat, und die Trafos werden heute eingebracht. Wir kommen hier hinten in den Technikraum rein, in diese Technikzentrale, die sich hier dazwischen befindet, und werden dort in die oberen Geschosse eingebracht. Das heißt, die Herrschaften sind da ordentlich am, auf dem Bau sagt man am Wuppen, weil die natürlich auch einiges an Gewicht hat und sie müssen durch Einbringöffnungen in oberen Geschossen reintransportiert werden. Also jetzt mit Krananlagen etc. So, jetzt haben wir schon einiges über den Bau erfahren, aber unsere Zuschauer, die werden sich natürlich fragen, jetzt stehen die beiden da im Büro und haben beide einen Helm auf dem Kopf. Hier kann eigentlich ja wenig passieren. Den Helm haben wir aber, weil wir jetzt auf die Baustelle gehen. Und da sollte man so einen Helm haben, oder? Den muss man tragen.
Den muss man sogar tragen. Den muss man tragen. Beim Innenausbau ist es dann irgendwann nicht mehr ganz so wichtig, aber in den Hallen, wo dann oben und unten gearbeitet wird, ist hier Helmpflicht. Und da gehen wir wollen wir mal hoffen, dass auch alle einen aufhaben. So, wo sind wir jetzt? In welcher Halle? Ja, das ist die sogenannte Klimahalle hier. Und in dieser Klimahalle sehen wir hier vorne dann gleich die großen Klimakanäle, die dann oben in die Gitterträger eingebaut werden. Wie man hier rechts und links sieht, hier kommen noch Krananlagen rein. Und deshalb müssen natürlich diese ganzen Rohre, man sieht ja, die haben einen ziemlichen Durchmesser, oben in die Ebene von den Gitterträgern, also diesen Stahlgitterträgern, dort eingebaut werden. Und die dann gehen hier an den zwischen den Feldern und auf der anderen Seite auch jeweils so Lüftungsauslässe runter, die Kanäle runter, wo dann entsprechend die Kälte eingebracht wird in die Halle und oben wird sie dann abgesaugt. Als Bauleiter, wie oft müssen Sie, hier ist ja nicht Ihr einzige Bauvorhaben, für das Sie verantwortlich sind und wo Sie zurzeit arbeiten, wie oft sind Sie hier präsent in Einswaden? Also man muss schon sagen, dass das Projekt so groß ist, dass der absolute Schwerpunkt eigentlich von meiner Tätigkeit jetzt hier ist. Also ich bin im Augenblick so 3 Tage die Woche da, aber das wird jetzt im Endausbau auf jeden Fall mehr werden und ganz zum Schluss, wenn es dann in den letzten 3-4 Wochen geht, bin ich jeden Tag hier und dann ist auch nicht mehr viel mit irgendwas anderen machen, weil die Fragen dann halt ständig und unaufhörlich kommen von den Mitarbeitern. So zwischendurch mal eine persönliche Frage, ist das eigentlich für einen Bauleiter auch so ein befriedigendes Gefühl, wenn man dann sieht, da ist was entstanden. Man sieht wirklich, woran man gearbeitet hat während der letzten Wochen, Monate. Also das ist im Grunde genommen das Schöne, dass man ja etwas entstehen sieht. Ne, das heißt, der ganze Stress, der dann zwischendurch während der Baumaßnahme dann gewesen ist, der ist ganz zum Schluss vergessen. Und wenn man dann Jahre später nochmal an den Gebäuden, die man gebaut hat, vorbeiläuft, dann ist das natürlich immer ein positives Gefühl. Vor allen Dingen, wenn es sich dann auch noch so um so ein schönes Gebäude handelt wie dieses. Also nicht nur quadratisch praktisch gut, eine Halle eckig oder so, sondern auch mit diesen runden Bauten. Das ist schon was Filigraneres, was wir nicht so jeden Tag so schön bauen, muss man schon dazu sagen. Und da haben Sie jetzt gerade schon diesen repräsentativen Bereich angesprochen. Mhm. Den gucken wir uns jetzt nochmal an, weil das ja etwas Besonderes ist, dieses Baus. Ja, gerne. So, wir kommen hier jetzt so ein ganz klein bisschen durch die kalte Küche, sag ich mal. Denn der Repräsentationsbereich, in dem wir uns jetzt hier befinden, mit den besonderen Rundungen, mit den Stelen, den betritt man ja normalerweise von außen, ja. Von draußen. Und wir gehen jetzt aber von innen, weil draußen auch gerade viel gewerkelt wird. Vielleicht können Sie uns zu diesem besonderen Raum noch mal ein bisschen was erzählen. Ja, also wenn man sich hier umguckt im Augenblick, ist das ja ein sehr großer Raum. Das soll auch üblicherweise so sein. Allerdings ist der innere Bereich, der sich hier von mir aus gesehen auf der linken Seite befindet, ist eigentlich ein großer Seminarraum, der dann hier in der Rundung, die sich hier oben darstellt, durch eine mobile Trennwand geschlossen werden kann. Um aber den Raum, wenn man reinkommt, eine entsprechende Tiefe zu geben, hat man gesagt, wir machen das mit mobilen Trennwänden, die dann rechts und links in den entsprechenden Gassen verschwinden, sodass also das ein bisschen repräsentativer wirkt. Denn natürlich ist dieser Seminarraum, da sind natürlich Akustikpaneelen und solche Dinge dran. Das ist eine schöne abgehängte Deckenkonstruktion, kommt da rein, über die auch lange philosophiert worden ist. Der Boden ist also sowohl im Seminarraum wie auch im Foyerbereich ist ein Parkett, sodass man also auch die entsprechende Tiefe dann bekommt. Und das sieht sicherlich hinterher ganz ordentlich aus. Und ob das dann hinterher immer geschlossen bleibt oder üblicherweise auf ist, das wird dann der Betreiber im Zuge der Baumaßnahme feststellen. Und wir können jetzt leider nicht in den abgesperrten Bereich hier rein, weil hier gerade die Stahltreppe aufgebaut wird, zumindest der große Pylon, wo sich dann die Stahltreppe bis ins zweite Obergeschoss nach oben schlängelt. Das ist eine ziemliche Maßanfertigung und wenn die dann hinterher dort steht, die wird hier auch in großen Teilen vor Ort zusammengeschweißt, damit das hinterher alles vernünftig auch von den Spaltenmaßen passt, dann wird die hinterher entsprechend beschichtet. Und jetzt wird es so richtig laut hier, Hier wird richtig gearbeitet. Und wir sind mit unserer Arbeit im Grunde genommen auch
fertig, unser kleiner Besuch hier auf der Baustelle. Ich bedanke mich, dass Sie uns diesen Besuch ermöglicht haben.